Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich euch einfach mal zeige, wie ich meine Ledersachen putze, also meinen Sattel, Trense und sowas. Und ja, dann beginnen wir auch direkt. Was wir dazu brauchen, ein Handtuch zum Drauflegen für die Ledersachen, einen Eimer, Sattelseife, Bienenwachs, Zeugs, ein Schwamm, ein Mikrofasertuch. Ja. Jetzt habe ich mir erstmal meine Arbeitsfläche vorbereitet sozusagen. Was ich auch noch vergessen habe zu zeigen, ist ein altes Handtuch oder ein Waschlappen oder sowas. Ich habe einen Waschlappen genommen, seht ihr aber später. Und jetzt hier noch der Eimer mit Wasser. Am Anfang habe ich meine alte Trense geputzt, die habe ich schon komplett auseinandergebaut, weil ich die dann hinterher für mein Heckemauer zusammenbauen wollte. Und das Auseinanderbauen ist jetzt auch nicht so interessant. Auf jeden Fall fangen wir an mit der Sattelseife, erstmal die ganze Trense einzuseifen. Ja, da findet man einfach ein bisschen Wasser und immer wieder Sattelseife und macht den Schwamm immer mal zwischendrin wieder sauber. Man sieht auch richtig, wie viel Dreck da hängen bleibt. Und das habe ich dann einmal mit der kompletten Trense gemacht. Anschließend habe ich dasselbe auch nochmal mit meinen Dreieckszügeln gemacht, die ich immer zum Longieren nehme. Und normalerweise putze ich die Sachen auch im Stall, aber dadurch, dass es noch so kalt war, habe ich die Sachen einfach mit nach Hause genommen, damit ich die schön in Ruhe im Warmen putzen konnte, um ohne mir den Popo abzufrieren. Ich habe eigentlich alles mit nach Hause genommen, was ich hatte zum Putzen, außer meinen Sattel. Nachdem ich das einmal alles komplett habe eingeseift und einziehen lassen, habe ich es mit normalem, sauberem Wasser nochmal abgewaschen, damit der ganze Dreck unten ist und auch die Seife nicht mehr so da dran klebt. Für den nächsten Schritt nehme ich erstmal ein Mikrofasertuch, da könnt ihr aber auch irgendein Handtuch oder sonst irgendwas nehmen. Dafür nehme ich dann Bienenwachslederbalsam. Dieses schützt das Leder und lässt es dann auch schön geschmeidig bleiben und nicht so hart werden und beißt auch den Schmutz ein bisschen ab. Und damit habe ich dann auch einmal komplett alles eingerieben und das dann auch einziehen lassen. Ich habe mir nur mal Mikrofasertücher zugelegt, weil ich die eigentlich ganz praktisch finde und was ganz gut mit denen funktioniert, aber da könnt ihr auch irgendwelche alten Handtücher oder auch Schwämme oder so nehmen, wie ihr möchtet. Man sieht hier schon ganz schön in der Kamera, wie das schon richtig neu aussieht irgendwie und so glänzt. Dann habe ich das natürlich auch noch einmal alles einziehen lassen, damit es auch schön im Leder drin ist. Für den nächsten Schritt habe ich mir dann einfach einen alten Waschlappen genommen. Ihr könnt aber da auch ein Handtuch oder irgendwas nehmen und damit habe ich dann dieses Bienenwachs, Lederpflege, Balsam nochmal abgerieben, weil ich das nicht mag, wenn das so komplett ölig und fettig ist. Und das glänzt danach immer noch, aber es ist nicht mehr so ein Schmierfilm da drauf. Also ich mache das ganz gern immer nochmal ab. Viele lassen das auch drauf, aber ich reibe das ganz gern ab und dann geht auch nochmal der letzte restliche Schmutz und so mit ab. Also. So, danach habe ich dann meine alte Trense, die ich jetzt eben auch geputzt habe, ganz am Anfang zusammengebaut zu einem Heckemauer. Das Nasenteil und den Sperrriemen brauchen wir da nicht mehr, weil an der Stelle ja das Heckemauerteil sitzt. Und da fehlt aber auch noch der Schoner für diese Kette, also das mache ich nicht so drauf, weil das wäre ein bisschen scharf und unangenehm fürs Pferd, deshalb ja, mach da noch einen Schoner drauf. Und das ist meine neue Trense, die ich mir zugelegt habe, die hatte ich jetzt schon zweimal drauf, aber ich habe sie trotzdem noch mit nach Hause genommen, weil ich die neuen Sachen auch immer erst einmal mit so einem Lederbalsam einfette, damit die auch einfach schon mal richtig gepflegt sind und schön weich bleiben. Und da habe ich auch erst einmal alles komplett auseinandergebaut. Das Gebiss habe ich zum richtigen Reinigen mal in den Wassereimer gelegt, wo aber auch frisches Wasser drin ist, damit sich da auch einmal richtig der Dreck ablöst, der noch so in diesen Ringen sitzt. Und ja, dann habe ich das auch einmal komplett alles eingefettet. Das Stirnband hier, das ist übrigens von Equine Concept. Da habe ich zwei tolle Stirnbänder bekommen. Könnt gerne mal auf deren Seite vorbeischauen. Die haben wirklich ganz, ganz tolle Stirnriemen und ich mag den auch total. Ja, so sieht es dann fertig aus. Man sieht, die behalten auch ihren Glanz, die Ledersachen, wenn man die nochmal abgerieben hat. Das habe ich euch jetzt nicht nochmal gezeigt. Und ja, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt nicht so besonders spannend und aufregend war. Aber ich habe mir gedacht, ich gebe euch einfach mal einen kleinen Einblick, weil ich die Sachen sowieso mit nach Hause genommen habe. Und da ist es schön warm und da kann man schön filmen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Sachen immer so reinigt. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also bei mir ist es eigentlich ganz einfach. Sattelseife, so Lederbalsam und
Wasser. Also ganz easy. Und es sieht jetzt hier auch alles spektakulärer aus, weil ich alles so auseinandergebaut habe, aber ist es eigentlich gar nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!